Hallo und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Ja, heute ist Mittwoch, Mittwoch ist der Tag vor Donnerstag und so weiter. Gut, diese Einleitung hatten wir schon öfter, aber ja. Heute ist Mittwoch und gestern war der amerikanische Präsidentschaftswahlkampf. Und anhand dessen habe ich mir heute mein Videothema ausgesucht, nämlich das Thema sich selbst verrückt machen. Ja, das ist sowas, wo ich mich schon länger damit beschäftige, weil ich es bei der einen oder anderen Gelegenheit einfach bei mir merke. Aber gut, ich fange jetzt einfach mal an. Man hat so oft die Eigenschaft oder die Tendenz dazu, über irgendetwas zu lange nachzudenken, über etwas viel zu intensiv nachzudenken oder auch über Dinge nachzudenken, die einem im ersten Moment vielleicht total logisch erscheinen, aber wenn man mal genauer drüber nachdenkt, sind es irgendwie so versteckte Ängste, vor denen man eigentlich noch gar keine Angst haben muss, weil ja eigentlich noch gar nichts passiert ist. Ja, was könnte ich jetzt damit genauer meinen? Ich meine jetzt, ich habe, also bevor irgendjemand die Frage stellt, ich habe hier zwei richtig fiese Pickel, die tun saumäßig weh und ja, die sehe ich jetzt gerade hier auf der Kamera so richtig wie so einen riesengroßen roten Punkt. Aber wahrscheinlich sieht es außer mir keiner. Und das ist auch wieder sowas. Ich mache mich jetzt, habe mich heute schon den ganzen Tag verrückt gemacht nach dem Motto, was mache ich jetzt mit diesem riesen Pickel am Kopf? Wie werde ich es jetzt schaffen, dass nicht jeder Mensch, der mein Video ansieht, diese riesen Pickel sieht? Und ich habe schon wirklich angefangen mit Abdeckstift, der hat dann aber dafür gesorgt, dass es noch röter war. Dann habe ich Creme drauf gecremt, das sah dann aus wie so ein riesengroßer, glänzender, schmierender Fettfleck und so weiter. Und das sind so Sachen. Wir machen uns meistens verrückt an Kleinigkeiten, die, ja, wenn ich mal ehrlich bin, wahrscheinlich am Freitag ist der Pickel weg. Und dann war es total umsonst, mich darüber aufzuregen. Was auch so eine Sache ist, worüber ich mich die letzten Tage aufgeregt habe, wo ich mich verrückt gemacht habe in Gedanken, weil was wenn, war das Thema der US-Wahlkampf. Entschuldigung, ich weiß, da waren wir schon mal, aber ich habe gerade unterwegs die Kurve nicht gekriegt. Also jetzt nochmal. Ja, der US-Wahlkampf. Die Frage, wird es Hillary Clinton oder wird es Trump? Und alles, was man so aus den Medien zurzeit hört oder auch was man so liest im Internet oder wo auch immer, ist so nach dem Motto, ja, du wählst den einen und es ist eine Katastrophe, du wählst den anderen, es ist eine Katastrophe und der Dritte Weltkrieg ist sowieso schon gleich angefangen, wenn die Wahl vorbei ist. Und dann gibt es ja auch noch Bürgerkrieg und es gibt und wir alle verhungern und bla bla. Und dann am Anfang hat man so Zeiten, wo man sich denkt, okay, wen interessiert's? Dann gibt es so Momente, wo man dann anfängt zu denken, es muss mich eigentlich interessieren, weil was, wenn jetzt morgen dieser, ja, morgens anfängt und du dann der letzte Mensch auf Erden bist, der nicht darauf vorbereitet ist, was, wenn wir theoretisch schon morgen alle überfallen und bombardiert werden und du es dann erst erfährst, wenn du aufwachst und deine halbe Nachbarschaft verschwunden ist. Und das ist eigentlich, sind das so Gedanken, wo ich mir, wenn ich es dann nochmal wirklich ohne die Verrücktmacherei drüber nachdenke, total albern sind, weil meine Mutter hat mir erklärt, der US-Wahlkampf ist nicht geklärt, nur weil gestern Wahlen waren und da wird jetzt, werden jetzt noch Stimmen ausgezählt. Dann gibt es noch irgendwelche Stimmenauszählereien vielleicht. Dann wird noch ein Veto eingelegt. Dann wird hier und da noch was getan. Und dann gibt es irgendwann frühestens im Januar eine Vereidigung von dem Präsidenten und so weiter. Und ja, trotzdem macht man sich heute schon verrückt über die Sachen, die morgen passieren. Und das merkt man auch an vielen kleinen Sachen. Das muss ja nicht immer Großes sein, wo viele Leute interessiert. Manchmal ist es halt der Pickel auf der Stirn. Und manchmal sind es solche Sachen wie, mein Hase hat vor ein paar Wochen mal viermal niesen müssen. Und ich bin halb ausgeflippt, wirklich. Ich bin zu meiner Mutter gerannt mit den Worten, Mom,
wir müssen jetzt irgendwas machen, der Hase niest. Mom, ernsthaft, der Hase, der, vielleicht ist er krank. Ich bin, hab dem Hasen seine Nase alle 5 Minuten angefasst, ob es nass ist. Weil es beim Hasen dann das Zeichen ist, dass es wirklich was Schlimmes ist. Und so weiter. Nur um dann schließlich und endlich festzustellen, sie verträgt einfach die Heizungsluft nicht so gut und man muss es halt manchmal das Zimmer lüften. Und in dem Moment, wo man sich so verrückt macht, ist man in einem Kreislauf drin. Man kann nicht aufhören, darüber nachzudenken, was wenn, was wenn, was wenn, was wenn. Und das Problem ist, diese Was-Wenn-Probleme sind ja wie Bausteine. Du fängst mit einem Mini-Baustein an, mein Hase niest. Dann kommt der nächste Baustein drauf, was ist eigentlich mit meinem Abendessen? Ich war seit 2 Tagen nicht draußen und habe keine Einkäufe. Gott, was mache ich jetzt, wenn der Hase kein Futter mehr hat, wenn ich auch nichts mehr zum Essen habe? Dann geht es weiter mit, was passiert eigentlich in den USA? Und dann wird es immer mehr und immer mehr. Und das Problem ist, je mehr diese Sachen man dann dazu stapelt, und dazu neigt man dann in diesem Moment, weil man fängt nicht an, sich verrückt zu machen, weil es einem Spaß macht oder auch Spaß an der Freude, sondern meistens sind es so Probleme, die einen dazu bringen. Sowas wie Langeweile, ich weiß, ist jetzt eins der kleinsten Dinge. Übernächtigung. Wenn man total lange nicht geschlafen hat und Augenringe hat wie ein Dachs, dann fängt man an, sich selbst verrückt zu machen wegen allen Kleinigkeiten, weil man einfach nervlich nicht so gut beieinander ist. Und dann ist man auch nicht so gut darin zu sagen, es muss mich ja jetzt im Moment, in dieser Sekunde, heute und jetzt nicht so tangieren, dass ich dann am Ende wirklich jetzt seit 4 Stunden hier sitze und mich verrückt mache. Und natürlich, entschuldigt, ich kriege eine Erkältung, natürlich auch eine Sache ist, man kommt da nicht so schnell aus diesen riesengroßen Bergen weg. Man fängt an mit einem kleinen Berg und die Berge werden immer größer und immer größer und meine Mutter nennt es dann immer der große Problembrei-Mus. Und dann fängt man an, alles rein zu musen. Dann wird es immer mehr und immer mehr und man macht sich immer verrückter und immer verrückter. Und natürlich ist dann auch so, dass man durch diese ganzen Gedanken nicht mehr noch weniger schlafen kann, weil sie einen ja davon abhalten, so richtig einzuschlafen. Weil was, wenn ich jetzt morgen theoretisch dann der nächste Präsident da vor meiner Fenster hockt. Und das sind so die Gedanken, die eigentlich meistens total, wenn man so drüber nachdenkt, komisch sind. Und der ein oder andere wird sagen, die Gedanken sind verrückt, weil es passiert nicht. Aber wenn man dann wieder ein bisschen geschlafen hat und man einfach oder sich erholt hat, weil es kommt auch oft von Erschöpfung einfach, es muss ja nicht immer Schlafmangel sein, es kann auch einfach eine körperliche Erschöpfung sein oder eine zeitweilige Erschöpfung. Es gibt so viele Gründe, warum man sich verrückt macht. Oder einfach nur, wenn man überarbeitet ist oder gestresst, dann fängt es auch an. Und meistens ist das Einzige, was einem wirklich hilft beim Verrücktmachen, irgendjemand anders, der einem sagt, halt, stopp, du machst dich hier an einem Punkt verrückt. Du bist ja eigentlich bewusst, dass das alles noch weit in der Zukunft ist oder wieso machst du dich jetzt wegen sowas verrückt oder einfach mal dann auch drüber zu reden, was einen verrückt macht, die ganzen Punkte einzeln abzuklappern, kann helfen, weil meistens ist es dann so, dass wenn man die so alle hintereinander abrattert, man sich dann denkt, und wieso habe ich mich jetzt deswegen verrückt gemacht? Das ist einfach so dieses, manchmal braucht man einen Abstand von sich selbst. Das klingt jetzt irgendwie komisch, aber es ist wahr, weil manchmal kann man einfach nicht mehr klar denken. Und ja, dann fängt man an, sich immer verrückter und verrückter zu machen. Und jetzt ein Extrembeispiel, wenn man dann immer weitermacht und nicht aufhört damit, dann irgendwann wird man verrückt. Also verrückt ist eben dieses, dass man dann einfach total die Realität verliert. Wenn man dann so in diesen ganzen verrückten Gedanken sind meistens auch wirre Gedankengänge. Und dann ist man da irgendwann so weit drin und so reingemust, dass man da irgendwie nicht mehr rauskommt. Und ja, ich glaube, das will keiner haben. Und deswegen ist es einfach manchmal wirklich das Beste, wenn man so für sich selbst merkt, an manchen Punkten, ich habe ein Grübchen, glaube ich, aber auf jeden Fall sieht es gerade total komisch aus. Entschuldigt. Wenn man dann so an manchen Punkten merkt, dass man sich anfängt einfach an was, an einem Gedankengang oder an was einen eigentlich nicht direkt betrifft,
zu lange zu hängen, kann es manchmal nicht schaden, einfach zu sagen, ich hole mein Telefon und rufe mal meine Eltern an oder ich versuche mir irgendwie jemanden eine Hilfe zu beschaffen oder eben auch manchmal einfach mal mit jemandem darüber zu reden, nämlich nach dem Motto, du, ich denke zurzeit da und da drüber nach. Kann es eigentlich sein, dass du auch darüber nachdenkst? Und wenn ja, manchmal kann es auch helfen, darüber zu diskutieren, einfach so eine Diskussion anzufangen. Ich habe zum Beispiel mit meiner Mutter über dieses Thema diskutiert und danach habe ich mich dann doch etwas besser gefühlt, weil dann ist es nicht mehr nur in meinem Kopf rumgeschwirrt, sondern ich habe einfach neue Infos dazu bekommen, ich habe einen anderen Input gehabt und ich hatte auch einen sehr guten Austausch. Und das war dann einfach für mich wirklich so hilfreich und dann habe ich aufgehört, mich verrückt zu machen und habe angefangen, mich hinzusetzen, dieses Video hier zu drehen, weil ich dachte, das ist einfach, das kann vielleicht dem einen oder anderen auch helfen. Und ja, den Pickel zu lassen. Meistens merkt man, dass man sich anfängt, verrückt zu machen, wenn die kleinsten Kleinigkeiten riesengroß werden. Wenn ein Pickel auf der Stirn das größte Problem der Welt ist, das ist so, klingt so, ja, erste Weltproblemmäßig, aber es ist manchmal so, dass so ein Pickel an der Stirn eben das größte Problem ist, das man gerade hat. Und dann hilft es auch nicht, finde ich für meinen Teil, dass wenn dir jemand sofort sagt, du bist ja wohl verrückt. Sondern manchmal hilft es einfach nur zu sagen, wieso stört dich der Pickel an der Stirn jetzt so sehr? Weil manchmal ist die Frage, wieso, wichtiger als die Frage, was es ist. Und manchmal muss man etwas länger drüber reden, nämlich das bin ich so der Typ, Mensch, ich komme selbst sehr selten drauf, was mein Problem eigentlich ist. Und ja, dann brauche ich erstmal so ein Vorgespräch, damit ich überhaupt selbst merke, wo mein Problem liegt. Entschuldigung, das war gerade, mein Problem liegt heute auf jeden Fall und auch die letzten Tage daran, dass ich einfach viel zu wenig geschlafen habe und jetzt denke ich, dass ich erstmal mich heute richtig schön ins Bett lege, schlafe und den US-Wahlkampf lasse und den Pickel lasse. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, mein Video hat dem einen oder anderen geholfen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, woran könnt ihr euch stundenlang verrückt machen? Was ist so eine Sache, wo euch immer total lange beschäftigt, wo ihr nicht irgendwie drüber weiterkommt? Oder ja, ihr könnt mir auch gerne auf Twitter schreiben, Twitter oder auf Facebook oder eine E-Mail an diebell.riedmeier@outlook.com. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt eine wunderschöne Woche noch und hoffe, dass euch es dann einfacher fällt, mir die nächsten Tage zu schlafen, weil mich hat diese Zeitumstellung total rausgebracht. Wir sehen uns am Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und tschüss!